Die Märkte an der Wall Street sind schon ziemlich irre. Eins ist sicher, sie sind auf jeden Fall extrem. Das sehen wir am VIX, der jetzt so niedrig handelt wie unmittelbar vor dem Corona-Crash. Damals ist der S&P 500 35% gefallen. Wird sich Ähnliches wiederholen? Unwahrscheinlich. Aber wir sehen an so vielen Fronten, etwa bei den Optionen, die neue Rekordvolumina erreichen, dass da etwas am Start ist, was zumindest, naja, die Gefahr eines Unfalls durchaus erhöht. Wir sehen Rekordpositionierungen im Nasdaq. Diese KI-Euphorie überschattet alles, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Nasdaq sich jetzt in nächster Zeit besser entwickelt als andere Indizes, halte ich für gering. Das haben wir gestern schon gesehen, etwa beim Russell 2000, diesem Nebenwerteindex, der gestern 2,7% steigen konnte, während die anderen US-Indizes kaum verändert waren. Warum war das so? Weil eine Rekordzahl von Call-Optionen, noch nie gesehen in diesem Umfang, diesen Markt nach oben getrieben hat. Das war der zweitbeste Tag des Russell 2000 in Relation zum S&P 500, zum Nasdaq. Und der beste Tag war am letzten Freitag. Also wir sehen, die Dinge, die werden jetzt extrem. Der Russell 2000, da sind ja viele Regionalbanken in diesem Index. 2000 Aktien, wie der Name schon sagt, 20% etwa Finanzwerte. Und die Regionalbanken waren es, die gestern vor allem deutlich gestiegen sind. Dieser Index ja verprügelt, vor allem mit Einsätzen der Bankenkrise im März. Und hier sehen wir mal das Call-Volumen auf den S&P 500 über Optionen. Neues Allzeit hoch. Auf der anderen Seite sehen wir ein Allzeittief, respektive auch ein Allzeithoch bei S&P Future Positionen, also der Mini S&P, der ES. Da sehen wir absolutes neues Tief in Sachen Positionierung. Das heißt, da ist viel Short, da ist viel Absicherung möglicherweise. Wir wissen es nicht. Diese Calls dürften dagegen keine Absicherung sein. Also hier sehen wir zwei Extreme direkt nebeneinander. Und wenn wir uns diesen Tweet mal anschauen, dann sehen wir, dass vor allem sehr viel Geld in die Geldmärkte geflossen ist. Wenn wir uns die Geldströme eben mal betrachten, in Bonds geflossen ist, gar nicht mal so viel in Aktien, das hat jetzt ein bisschen nachgelassen. Also muss etwas anderes diesen Markt treiben. Und richtig, es sind die Optionen, die praktisch über Hebelwirkung diesen Markt dann sehr stark beeinflussen. Und so sehen wir das Gamma jetzt auf dem höchsten Stand seit dem März 2020. Ich will es mal so formulieren. Viele kennen ja Optionen, andere sind da vielleicht weniger fit. Gamma ist die Veränderung des Deltas, bla, blub und blab. Aber das ist wahrscheinlich der entscheidende Trigger. Wenn die Leute Call-Optionen kaufen, zum Beispiel auf eine Tesla-Aktie, auf eine Nvidia-Aktie, dann muss der Market Maker sich absichern, weil er faktisch eben gegen den Kontrahenten, gegen den Kunden wettet. Also was tut er? Er kauft dann etwa die Nvidia-Aktie oder die Tesla-Aktie. Und so sehen wir, dass diese Aktivitäten, die vor allem dann durch Market Maker entstehen, so hoch sind wie seit langer Zeit nicht mehr. Also der Optionshandel, der bestimmt immer mehr die Dinge. Und hier sehen wir mal diese Divergenz. Gestern zwischen dem Russell 2000 gleich zur Öffnung hochgeschossen wie Schmitz Katze, während die anderen Indizes wenig verändert waren. Da gab es eine Seitwärtsbewegung, wenn man so will, aber der Russell hier mit dieser irren Bewegung. Und wir sehen die Finanzwerte gestern am besten. 1,26% geht es nach unten, klassisch unten dann hier die defensiven Sektoren, Utilities, Consumer Staples und Healthcare. Aber hier sehen wir, dass diese Bewegung natürlich durchaus Sinn macht, dass also der Russell sich besser entwickelt als der Nasdaq etwa, weil wir jetzt praktisch auf einem Allzeittief gewesen sind des Russell 2000 in Relation zum Nasdaq 100. Das ist jetzt deutlich zurückgeschnappt. Freitag war das ja schon so, Montag dann wieder das Gegenteil, gestern dann die Fortsetzung der Bewegung am Freitag. Ronald Edwards schreibt hier, dieser ganze Markt ist basiert auf Optionen und Positionierung. Finde die Shorts, squeeze sie und dann gehen wir zum nächsten Markt. Das ist eben auch ein Short Squeeze, den wir hier sehen. Goldman Sachs, meistgeschottete Aktien gestern deutlich wieder gestiegen. Aber dennoch ist es ein Markt, der extrem fokussiert ist auf diese künstliche Intelligenzgeschichte. Wir sehen die Aktien Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Tesla und Meta sind 53% gestiegen seit Jahresbeginn. Die anderen 493 Aktien waren praktisch unverändert. Da hat sich also nichts getan. Das heißt, der gesamte Markt wird gehalten durch diese KI-Euphorie, wenn man so will.
Das ist schon eine extreme Situation. Und so sehen wir, wie hier Goldman Sachs zeigt, das Trading Desk, dass die Nasdaq-Positionierung most extended ever ist, at point where profit taking historically triggered. Also die Positionierung, die ist so stark. Hier sehen wir mal die verschiedenen Indizes, etwa S&P, Nasdaq, Stocks, FTSE, Nikkei und China. Beim Nasdaq ist mit Abstand die Positionierung am größten auf der Long-Seite, aber wir sehen da Veränderungen. Wir haben in der letzten Woche schon gesehen, Zahlen der Bank of America, das Geld aus Tech abgeflossen ist. Rechte Grafik, linke Grafik zeigt, dass seit den letzten 12 Monaten so extrem viel Geld in Tech geflossen ist, aber das scheint jetzt sozusagen, dieses Extrem scheint sich etwas abzubauen und Goldman Sachs sagte, wir hatten gestern extrem viel Interesse, Apple-Aktien zu verkaufen. Wir würden uns nicht wundern, wenn die Super-Cap-Tech-Firmen, also die extrem marktschweren Tech-Firmen wie Apple, wie Microsoft, wie Google und so weiter, wenn die schlechter performen würden in der Woche als die anderen Indizes. Jetzt kommen wir zu dem VIX, also zum Angstbarometer, zum Volatilitätsbarometer, das im Prinzip die erwartete oder die Volatilität der S&P 500 Aktien in den nächsten 30 Tagen bemisst und deren Optionspreise dafür als Grundlage legt. Das heißt, wenn man viel Volatilität erwartet, dann sind normalerweise Absicherungen gegen diese Volatilität teuer. Erwartet man wenig Volatilität, also der VIX dann niedrig, dann ist diese Absicherung günstig. Derzeit ist sie extrem günstig, weil der VIX eben jetzt unter die 14er Marke gefallen ist. Das ist jetzt das Niveau, das wir zuletzt erreicht hatten, Januar 2020, kurz vor dem Corona-Crash. Wie gesagt, da ging es dann 35% nach unten. Ist jetzt natürlich eine andere Situation, aber wir sehen schon diese Euphorie hier, Sentiment-Trader. Der sagte, die Indikatoren, die exzessiven Optimismus anzeigen, ist auf ein neues Hoch gestiegen. Damit sind wir sogar eben über dem Januar 2020 hoch. Also das ist schon eine extreme Situation. Hier sehen wir etwa den Fear and Greed Index. Sind ja alle so bärisch, wie uns immer erzählt wird. Fear and Greed Index jetzt kurz vor Extremgier mit 74 und Goldman Sachs kapituliert und sagt, also wegen dieser tollen Potenziale von künstlicher Intelligenz, die unglaublich viel Produktivität freisetzen könnte, heben wir unser Kursziel für den S&P 500 an. Und das Interessante ist ja die Frage, wie wird sich diese KI-Geschichte wirklich auswirken. Wer mal ChatGPT nutzt, und das wird die meisten von Ihnen tun, der wird zum Beispiel feststellen, dass chemische Formeln teilweise völlig falsch ausgespuckt werden von ChatGPT. Also da haben wir durchaus noch Qualitätsdefizite. Es wird dauern, bis die einigermaßen bereinigt sind, wenn sie denn bereinigt werden können. Wir werden sehen. Jedenfalls ist doch auch die Frage, was wird kaputt gehen? Und die Märkte spielen derzeit im Prinzip nur das, was sozusagen großartig ist, aber wo werden Schäden angerichtet? Wie ist die Gesamtbilanz? Diese Fragen sind völlig offen. Dementsprechend halte ich diese Wahrnehmung, oh super, Produktivitätsfortschritte, hurra, alles toll, halte ich für etwas problematisch. Wir haben jetzt eines der besten Jahre für die Buy-the-Dip-Strategie. Die hat im letzten Jahr, im Jahr 2022, nicht gut funktioniert. Und wir sehen vor allem auch, dass die Volatilität nicht nur in Sachen S&P niedrig ist, gemessen am VIX, sondern überall die Volatilitäten nach unten weisen. Also es ist so eine Art Complacency, alles ist so schick und natürlich sind wir jetzt auch in der Marktphase, jetzt in dieser Woche, wo im Grunde wenig Entscheidungen fallen. Wir haben nächste Woche dann vor allem die Verbraucherpreise aus den USA und die FED-Sitzung und die EZB-Sitzung. Dann dürfte etwas passieren. Etwas passiert ist auch schon in Sachen Krypto. Coinbase Crackdown widens as US states push to halt staking product. Also man will Coinbase das Leben schwer machen. Es gibt ja diese Anklage durch die SEC. Da sagte zum Beispiel ein Senator aus den USA, okay, die versuchen jetzt diese Industrie zu killen, also die Kryptoindustrie. Und da ist nach meiner Auffassung wirklich ein Punkt. Er sagt ja, erst erlaubt ihr dieser Firma, sich an der Börse zu listen. Und jetzt sagt ihr, das Geschäftsmodell sei eigentlich illegal. Das hättet ihr vorher sagen müssen. Dann hätte Coinbase gar nicht an die US-Börse gehen dürfen, deren Aktien gestern ja 20% um und bei gefallen sind.
Also Gary Gensler, der Chef der SEC, lehnt sich da ein bisschen aus dem Fenster. Meine zweitbeste Freundin Katharina Wood hatte gestern 419.324 Aktien von Coinbase gekauft. Wie gesagt, nachdem die ganze Geschichte roundabout 20% in den Keller gerauscht ist, schauen wir uns mal die letzten 24 Stunden an. Binance wird verklagt von der SEC mit 13 Anklagen, allerdings alles zivilrechtlich. Coinbase ebenfalls angeklagt von der SEC als unlizenzierter Broker. Der SEC will Binance US-Assets einfrieren. Man wirft der Firma vor, dem Unternehmen vor, eine illegale Börse in den USA zu betreiben, und Coinbase sagt, wir werden vor Gerichte ziehen. Und da ist ihm die Frage, wie wird diese ganze Geschichte ausgehen. Jim Bianco sagt, Gensler, also der Chef der SEC, den wird nicht freuen, was er da vor Gericht hören wird. Er geht also davon aus, der Jim Bianco nämlich, dass die Krypto-Leute gewinnen werden. Das wäre natürlich eine massive Niederlage für die SEC und Gensler. Und was dafür spricht, ist die bärische Haltung jetzt von Jim Cramer gegenüber Krypto. Wir hatten ja gesehen, Krypto zunächst mal auf die Nachricht mit Binance und Coinbase runter, aber dann auch wieder rauf. Jedenfalls sagt Cramer, diese Kryptoassets scheinen alle Scams zu sein. I want you out of them. Geht raus aus denen. Das ist natürlich jetzt fast schon super bullish für Krypto, könnte man sagen. Super bullish ist irgendwie auch die Stimmung in Sachen US-Wirtschaft oder der Analysten gegenüber dieser Wirtschaft. Die USA ist nicht in einer Rezession, und es könnte auch sein, dass sie nicht in Richtung einer Rezession geht. So hier ein Artikel aus dem Wall Street Journal. Soft Landing appears to be within reach, könnte also sehr gut stattfinden. Es ist sozusagen dieser Optimismus, ja, das wird schon irgendwie klappen, weil der Arbeitsmarkt als nachlaufender Indikator nach wie vor relativ robust ist. Aber es ist eigentlich nur der Arbeitsmarkt. Wir haben gesehen, dass der Dienstleistungssektor jetzt auch in den USA schwächelt. Die Industrie weltweit, kann man sagen, in einer Rezession. Aber das würde eben auch bedeuten, wenn dann diese Rezession doch nicht kommt. Ich persönlich rechne mit dieser Rezession, und zwar schon in den nächsten Monaten. Aber wenn sie nicht kommen sollte, warum sollte die Fed dann die Zinsen senken? Eine große Frage. Und schauen wir uns mal hier zum Beispiel an die Shipments auf Containerboxen, also der Transport von Containerboxen. Schiffsverkehr ist ja fast 90% des gesamten Welthandels, ist also praktisch das Zentrale, oder sogar knapp über 90%. Jedenfalls sehen wir, dass hier die Zahl der transportierten Container deutlich nach unten steigt. Wir sind jetzt auf Rezessionsniveaus. Also wenn man das an solchen Container-Dingen festmacht, an solchen Details, die im Grunde das große Ganze zeigen, dann scheint mir das sehr optimistisch mit diesem Soft Landing zu sein. Gestern habe ich gezeigt, der Logistikindex aus den USA weiter im freien Fall. Das zeigt, dass da auch über Lastwagen wenig transportiert wird. Das sind eigentlich alles Indikatoren, die dieser These eines Soft Landings widersprechen. Aber zurück nochmal zu den Märkten, der Fed und eben der Wirtschaft. Die Fed müsste nur dann die Zinsen senken, wenn wirklich die Wirtschaft komplett absäuft, in eine schwere Rezession fällt. Normalerweise beginnen Bullenmärkte dann, wenn die Fed die Zinsen senkt. Jetzt ist diese Rallye seit Jahresbeginn oder seit Herbst, sagen wir mal, natürlich vorwiegend bedingt durch den Glauben, naja, da wird die Fed die Zinsen senken. Diese Vorstellung, diese These, die bekam neuen Auftrieb, als wir die Bankenkrise gesehen hatten. Da haben alle gesagt, wow, also die Fed Zinsen anheben, das ist nicht drin. Die muss die Zinsen senken wegen dem Stress im Bankensystem. Jetzt sehen wir, dass die Banken sich erholen. Die Zinsen steigen, ja oder nein, das werden wir nächste Woche wissen. Jedenfalls nochmal zurück zur Weltwirtschaft. Hier sehen wir, dass die chinesischen Exporte miserabel ausgefallen sind. -7,5%, erwartet nur -1,8%. Die Importe nur, in Anführungszeichen, -4,5%. Zum Vorjahresmonat erwartet -8%, aber jetzt muss man wissen, dass zu dieser Zeit letztes Jahr ja China noch in Lockdown-Situationen waren, einige Teile in Lockdown-Situationen. Rechts sehen wir übrigens den China Economic Surprise Index, der deutlich nach unten weist. Jedenfalls ist das jetzt der dritte Monat in Folge, dass die Importe auch schrumpfen. Das zeigt die schwache Nachfrage.
Und Jim Bianco nochmal mit dem Hinweis, naja, die Fondsmanager, die waren so optimistisch in Sachen China, alles super China, da kommt der totale Boom. Ich hatte versucht zu zeigen, dass das unwahrscheinlich ist. Es ist denn auch nicht passiert. Denn nicht passiert hier wirklich eine Erholung der Industrieproduktion. In Deutschland, wir haben ja miserable Industrieaufträge gesehen. In Deutschland 2 Monate rückläufig, vorletzter Monat über 10% nach unten. Jetzt haben wir die Industrieproduktion bekommen. Die ist leicht im Plus mit 0,3% zum Vormonat. Allerdings war der letzte Monat eben minus 2,1%. Erwartung war heute statt 0,3 die 0,6, also etwas schwächer. Aber sei es drum, trotz niedriger Energiepreise, wie die Commerzbank hier analysiert, sehen wir keine Erholung der Produktion in energieintensiven Sektoren. Die verlieren 12,9%. Das heißt, wir sehen hier diese Deindustrialisierung Deutschlands gerade in Sektoren, die energieintensiv sind. Und das, obwohl eigentlich die Preise für Energie gefallen sind. Die Firmen werden weggehen, weil sie sagen, mit einer solchen Energiepolitik können wir nicht kalkulieren. Kalkulieren ist auch das Stichwort, wenn wir uns die türkische Lira nochmal abschließend anschauen. Die ist wieder 3% weitergefallen, jetzt unter 22 zum Dollar, also Dollar, türkische Lira über 22. Wir waren Ende 21, waren wir noch unter 10, das muss man sich vorstellen. Das heißt, in um und bei 1,5 Jahren hat sich die türkische Lira zum Dollar halbiert. Das ist krass. Wir wollen hoffen, dass die Türkei die nächste Amtszeit von Erdogan ökonomisch überlebt, aber sicher ist das nicht. Und wie sicher schaut es aus eigentlich mit der Weltwirtschaft? Die Weltbank sagte, das könnte ein schwerer Ritt werden. Das ist die erste Empfehlung. Die Wachstumsaussichten haben sich deutlich abgeschwächt. Wie gesagt, ich habe das versucht zu zeigen an so Container-Transportindizes etc. sieht man eben diese Dinge. Die erste Empfehlung, die zweite Empfehlung, Spannungen im Taiwan. Wir haben jetzt fast Eskalationen durch Unfälle. Da sind fast 2 Militärdüsenjäger zusammengestoßen. Ein amerikanischer, ein chinesischer, wird kaum darüber berichtet. Wir tun es. Jetzt will Singapur sozusagen, dass sich Sorgen macht um eine Eskalation in der Taiwan-Frage, einen heißen Draht zu China installieren. Hier neueste Informationen, wie heiß diese ganze Geschichte um Taiwan ist, was da hinter den Kulissen läuft. Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.